Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute an diesem wunderschönen Freitag. Was habe ich heute für euch? Larif Cabana, For Men. Ich finde den Flakon echt witzig gemacht. Sieht aus wie so ein kleiner Flachmann. Ja, hier haben wir dann... Deckel ist natürlich... Ne, alles Plastik, auch hier oben. Günstig gehalten. Aber was erwartet uns? Das lese ich euch einmal eben vor. Der Aromatyp ist holzig-würzig. In der Kopfnote haben wir Bergamotte und Jasmin. In der Herznote Patchouli und Tabakblätter. Und in der Basisnote, na, da stand halt nicht viel zu, Holznote. Ganz toll. So, dann sprühen wir ihn doch mal. Hier wieder auf meinen Duftstreifen. Ganz wichtig, für später. Und es ist ein Duftzwilling. Und das Interessante daran ist, oh, er riecht einfach, es ist so, das kannst du dir nicht ausdenken, dass es echt fast 1:1 genauso riecht, ne? Ich zeige euch gleich, von wem der Duftzwilling ist. Oh, er riecht einfach frisch. Oh, das ist so, als ob du gerade, du duschst so gerade richtig frisch und kommst raus und riechst einfach nur frisch und geil. So fresh einfach, weißt du? Oh. Oh. Es ist so geil. Du riechst so ein bisschen dieses Jasmin, Bergamotte, also dieses, ich nenne es mal Florale. Es ist so geil. Natürlich hält der Duft hier, ne, nicht lange. Ich würde mal sagen, maximal eine Stunde überhaupt so an dir. Dazu muss man natürlich auch sagen, was er kostet. Das ist jetzt, glaube ich, die größere Flasche. Das ist die 90 Milliliter Flasche. Also die 30 Milliliter Flasche gibt es schon, ich glaube, ab 2,95, 3,95. Und die große hier 90 Milliliter. Lass mich lügen. Maximal 7,95. Und du kriegst einen richtig geilen Duft dafür, denn er ist der Duftzwilling von Jean-Paul Gaultier. Le Male. Es ist unfassbar. Es riecht 1:1, ey. Also fast 1:1, ne? Es ist so heftig. Das hätte ich mir im Traum nie, das hätte ich mir nie erträumen lassen, dass es echt so nah da rankommt. Echt krass. Aber wenn du ihn natürlich sprühst, ist es noch ein bisschen anders, ne? Also echt ein bisschen anders und er steht auf jeden Fall länger da. Das kannst du dir nicht ausdenken. Es ist aber trotzdem richtig angenehm, richtig cool. Und ich sag mal, je nachdem, welche Größe du haben willst, zwischen 4 und 8 Euro aufgerundet, da machst du nichts verkehrt. Den kannst du nehmen, den kannst du dir gönnen. Weil wenn du den Duft schon magst oder liebst, also für mich ist es einer der geilsten Düfte, die ich je besessen habe, die ich je benutzt habe. Der macht sich auch gut, so Clubbing-Duft, ne? So wenn du ausgehst irgendwohin im Club oder... Ach, eigentlich kannst du das überall benutzen, gefühlt, ne? Aber man sagt ja so hier, das sind vielleicht Clubbing-Düfte oder etc. Ja. Ist es eine Empfehlung? Ja, es ist eine Empfehlung, definitiv. Wenn du dir das Geld sparen willst... natürlich nicht so viel Haltbarkeit haben willst oder darauf verzichtest, dann gönn ihn. Gönn ihn dir, nehm ihn dir und du wirst Spaß haben damit. Denn den kannst du auch überall mal reinstecken in der Jacke oder so. Und wenn du mal merkst, so sprühst du mal neu drauf, ne? Weil das ist der Hammer. Das ist der Hammer, wie nah dieser Duft da rankommt, ne? Echt geil. Also es ist ja auch würzig, ne? Also du riechst das richtig raus, dieses würzige, dieses... diese Duftexplosion, ne? Richtig nice.
Ja, viel mehr habe ich dazu nicht zu sagen, außer dass es echt der Knaller ist, ne? Und er hat der Duftzwilling von dem guten Jean-Paul Gaultier ist. Le Male. Von dem berühmten Torso. Ja, dann soll das Video auch an dieser Stelle hier enden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch damit weiterhelfen. Definitiv, glaube ich, werde ich mir den auch zulegen. Den habe ich hier nämlich jetzt von einem guten Bekannten bekommen, damit ich ihn einfach mal vorstelle. Fand ich sehr interessant. Ja. Was heißt guter Bekannter? Eigentlich mein bester Freund. Aber das ist eine andere Geschichte. So. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Genießt es. Macht, was ihr wollt. Ja, ich habe nicht mehr viel zu sagen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bleibt dufte. Ciao, ciao.